Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Und der Juli ist jetzt wieder bald rum. Und jetzt gibt es die Neuerscheinungen für den Monat August. Der erste Teil von 3. In diesem Teil habe ich 9 Bücher. Ich fange an mit dem. Der erste Teil geht vom 1. bis zum 9. August. Und in diesem Zeitraum erscheinen 9 Bücher. Los geht's mit dem 3. August. Hier erscheinen 6 Bücher. Und das erste davon heißt Killer Instinct und ist von Howard Lynskey. Ich finde das Cover richtig cool, richtig, richtig genial. Mit den verschränkten Armen und dann die Schrift und ich liebe das Cover. Das Buch erscheint im Knauer Verlag als Taschenbuch für 9,99 € und ist, wie es auf dem Titel auch auf dem Cover steht, ein Thriller. Das nächste Buch ist von einem Autor, den auch viele kennen, der jetzt alleine schreibt, da der Autor, mit dem er zusammengeschrieben hat, verstorben ist. Nämlich dreht es sich dabei um den Autor Daniel Holbe. Und da erscheint sein neues Buch Schwarzer Mann. Zum Cover, ich finde das Cover sehr krimihaft, also es passt zu den anderen Teilen vorher. Ich habe noch nichts von ihm gelesen, aber er wird hoch gelobt. Und ich denke mir, irgendwann lese ich vielleicht eins von ihm. Dieses Buch erscheint auch im Knauer Verlag als Taschenbuch für 9,99 € und ist ein Kriminalroman. Das nächste Buch habe ich bereits auf meinem Kindle, schon seit längerer Zeit. Das glaube ich, habe ich sogar schon in einem meines E-Book-Sub-Videos vorgestellt. Glaube ich, bin mir aber nicht sicher. Und das erscheint jetzt endlich als Taschenbuch. Und dabei dreht es sich um das Buch Papa von Sven Hüsken. Das Cover finde ich richtig cool. Ich mag die Schrift von dem Titel. Die Schrift ist richtig genial. Und auch die Schwarz-Weiß. Ich finde das total stimmig und total genial. Ich muss das Buch unbedingt haben. Also ich habe es bereits, aber ich will es dann auch, wenn es mir gefällt, im Bücherregal stehen haben. Das Buch erscheint auch im Knauer Verlag, auch als Taschenbuch, auch für 9,99 € und ist ein Thriller. Das nächste Buch ist ein Buch, das mich jetzt weniger interessiert, aber vielleicht andere interessieren könnte. Nämlich heißt das Buch Die Einrichtung und ist von Simon Lelick. Ich bin nicht sicher, ob das ein deutscher oder ein englischer ist. Das Cover finde ich etwas komisch. Sitzt ein Typ auf einem Stuhl ohne Kopf und ich weiß nicht, was das Cover aussagen soll. Aber wenn ich mehr darüber weiß, dann und wenn ich mehr Bewertungen sehe, dann werde ich es vielleicht auf die Wunschliste setzen, wenn es gut ankommt. Das Buch erscheint als broschierte Ausgabe im Drömer Verlag für 14,99 € und ist ein Roman. Das nächste Buch ist, ich vermute, es ist der zweite Teil. Bin mir aber nicht sicher, weil es gibt schon einen Vorgänger des Autoren mit dem gleichen Titel. Mit dem gleichen Übertitel. Und ich bin aber nicht sicher, ob das jetzt der zweite Teil ist oder ob das zusammengehört oder nicht. Nämlich dreht sich dabei um den Autoren Markus Heitz. Dabei geht es um das Buch Exkarnation, Seelensterben. Das Cover finde ich mega genial. Also richtig cool. Es passt zum Vorgänger. Das Buch erscheint auch im Knauer Verlag als broschierte Ausgabe für 14,99 € und ist ein Thriller. Dann das letzte Buch, das am 3. August erscheint, heißt In der Schusslinie und ist von einem Autor, den ich auch schon hier stehen habe, nämlich Torkel Demhog. Von diesem Autor habe ich die Bärenkralle hier stehen, aber noch ungelesen. Und ich bin gespannt, wie das Buch ist. Und jetzt kommt sein neues Buch raus, In der Schusslinie. Und das Cover finde ich jetzt nicht ganz so schön. Es hat Ähnlichkeit mit dem Cover zu von Papa. Aber ein Schussloch. Aber ich finde, dass das Cover von Papa viel besser, weil es stimmiger ist. Und das von In der Schusslinie finde ich jetzt nicht ganz so schön gemacht. Aber das ist Ansichtssache. Das Buch erscheint ebenfalls im Knauer Verlag als Taschenbuch für 14,99 €, was ich sehr teuer finde für ein Taschenbuch. Und ist ein Thriller. Wir springen vom 3. August, 3 Tage weiter zum 6. August. Und da erscheinen 2 Bücher, die ich auch sehr interessant finde. Das erste davon heißt Tief ins Fleisch von
Tony Cavanaugh und ich mag bei dem Cover die Schrift. Die Schriftart ist richtig cool. Die gefällt mir. Hat mich auch sofort angesprochen, als ich es gesehen habe. Die Geschichte klingt auch sehr interessant. Und das ist ein Buch, das auf meiner Wunschliste landen wird. Und das Buch erscheint als Taschenbuch im Lux Verlag für 9,99 € und ist ein Thriller. Das nächste Buch, was ich für euch habe, klingt sehr, sehr interessant. Es ist von einem Verlag, den ich sehr, sehr mag. Nämlich vom Fester Verlag und ein Monat ohne geht ja sowieso nicht. Und da erscheint das Buch Blackside, das Geheimlager. Ich liebe dieses Cover. Das Cover ist richtig genial gemacht. Richtig cool. Mega gut. Das hat mich sofort angesprungen, als ich es auf Amazon gesehen habe. Das musste sofort auf die Wunschliste und auch sofort notiert werden für die Neuerscheinungen. Und jetzt bin ich gespannt, wie das Buch sein wird. Ich weiß nicht, ob ich es lesen werde, weil es ein Wirtschaftsthriller ist oder so Polit-Thriller sein wird. Aber ich werde mich informieren, wie es ankommt. Und dann werde ich es vielleicht auch lesen. Und das Buch erscheint und ist von, der Autor heißt Dalton Fury. Und das Buch wird 13,95 € kosten. Als broschierte Ausgabe erscheinen, wie gesagt, im Fester Verlag und ist ein Thriller. Und dann kommen wir zum 7. August. Und dort erscheint noch ein Buch von einer bekannten Autorin, von einer bekannten Thriller-Autorin. Die kennen sehr, sehr viele. Und zwar geht es dabei um Tanya Carver, nämlich um ein neues Buch, Morgen früh, wenn du willst. Das Cover finde ich mega interessant. Also es sieht richtig cool aus. Es ähnelt so vom Stil her dem Cover Stirbt mein Prinz. Vielleicht gehören sie zusammen, was ich aber nicht glaube. Und ich finde es auf jeden Fall sehr gelungen, das Cover. Ich finde die Farbe cool und das Klebeband. Einfach ein cooles Cover. Schlicht, aber genial. Und das Buch erscheint für 14,99 € als broschierte Ausgabe im List Verlag und ist ein Thriller. Da bin ich auch schon durch mit dem ersten Teil der Neuerscheinungen für den Monat August. War da jetzt ein Buch für euch dabei, das ihr auf jeden Fall kaufen werdet? Oder habt ihr auch schon Bücher von den Autoren gelesen, wie von Tanya Carver? Damit war's das. Da oben bei dem kleinen i findet ihr meine letzten zwei Videos. Die könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Und damit verabschiede ich mich, sage tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!